Drei ausdrucksstarke Tanzstücke, zwei berühmte Choreografen, ein Ballettabend. Das erwartet Sie bei der Produktion Duato Kilian, die Ihnen die choreografischen Handschriften des Intendanten des Staatsballetts Berlin, Nacho Duato, sowie seines Wegbereiters Iri Kilian vor Augen führt. In der Choreografie Static Time, seiner ersten Kreation für das Staatsballett Berlin, untersucht Nacho Duato den Moment des Abschiedes eng verbundener Freunde. Dabei entdynamisiert Duato die Bewegung, sodass sich das Gefühl des Schmerzes ins Unermessliche steigert. Achten Sie auf das Männerpas de Deux, das die gesamte Choreografie durchzieht und wie ein Totentanz wirkt. Zahlreiche Hebungen und Bewegungsfiguren in Bodennähe verdeutlichen, welcher der beiden Herren die Führungsposition übernehmen wird. Zwei ineinander gesetzte Bühnenelemente, die sich ständig umeinander drehen, verdeutlichen den flüchtigen Moment der Ausweglosigkeit, der schier nicht zu enden scheint. Ganz anders wirkt die zweite Choreografie des Abends, Kilians Click, Pause, Silence. Kilian zerlegt den Tanz in seine Einzelteile. Im Ergebnis wirkt dies so, als würden einzelne Bewegungen angehalten und mitunter wie ein Schnappschuss konserviert werden. Ein großer Spiegel und ein Monitor, die beide auf der Bühneninstallation mitzutanzen scheinen und die Abläufe aus mehreren Perspektiven sichtbar machen, unterstreichen die analytische Dimension dieser Choreografie. Und welche musikalische Grundlage könnte zu diesem Bewegungsarrangement besser passen als die so mathematisch geordnete Musik Johann Sebastian Bachs? Völlige Dunkelheit herrscht in dem Stück White Darkness, einem Schlüsselwerk Duatos, das den Abend beschließt. Weitaus weniger abstrakt als die beiden ersten Stücke des Abends alternieren hier apathisch kraftlose und dramatisch expressive Bewegungen. Unter den Tänzerinnen werden Sie eine Protagonistin ausmachen können, die sich wie fremdgesteuert ins Verderben stürzt. Achten Sie einmal darauf, dass bei den Hebefiguren während eines Paartanzes der Körper der jungen Frau stets von ihrem Partner abgewendet ist. Es gibt hier keine emotionale Hingabe, wie Sie es aus dem klassischen Ballett kennen. Schließlich verwandelt sich dieser Pas de Deux in eine Dreierkonstellation, denn ein merkwürdiger weißer Stoff beginnt von der Decke zu rieseln. Diese Requisite erhält in der Inszenierung eine tragende Rolle, was sich insbesondere im letzten Bild manifestieren wird. Die drei Tanzstücke erzählen allein durch Bewegung und Musik ganz unterschiedliche Geschichten und Emotionen. Tiefgründig, modern und ohne Kitsch. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen.